ich habe dem Uber-Fahrer einfach meinen YouTube-Kanal gezeigt, der guckt sich gerade mal die Videos an. Sushi-Laden, sag mal. Nein, nein, das ist schon Sushi-Laden, aber das Rewe-Sushi ist krass, Mann. Die haben so eine Ecke, da machen die Sushi und dann ist so eingepackt. Ist schon krass. Du hast jetzt entschieden, so, und deine Bewertung zufolge Rewe am krassesten? Nein, nicht am krassesten, aber das ist so das Erste, was mir einfällt, das mit Sushi. Also Rewe-to-go-Sushi am besten. In Köln gibt es auch einen krassen Sushi-Laden, aber ich hab vergessen, wie der heißt. Es ist zum ersten Mal in meinem Leben Sushi. Also Empfehlung von... Testen und danach reden. Ich habe einmal bei Rewe gegessen, ein Kollege hat mir empfohlen. Sushi mit Wasabi bodenlos. Normal, diese, wie ist es, Crunchy Kit? Crunchy Set war ging klar, aber dieses Wasabi Kit war bodenlos. Der Mann sagt, er kann nicht so viel von Sushi essen. Das ist so Quatsch. Wir waren hier mit so einer Rookie-Truppe, sowas gibt's gar nicht. Die eine nimmt Frühlingsrollen, die andere nimmt ein Avocado-Maki. Der Mann hier ist nach zwei Sushi satt. Was für zwei, Digga? Da waren am Ende nur noch zwei übrig. Wer hab ich geschlagen, sehr ehrlich. Digga, du mit deinem Rewe-Sushi brauchst gar nicht reden. Sag ich. Ey, ich schwöre, ich hole das jetzt. Und wenn ich danach sage, schmeckt scheiße, ich schwöre, ich keine Ahnung, was ich mache. Aber schmeckt nicht Digga, scheiße. Digga, du musst darüber und dein Sushi essen, sag ich dir ehrlich. Leute, check mal den Jigo ab. I've been feeling trying. Walk, 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 walk. I've been really trying. Baby. Willst du ihn daten? Ja, nein. Von oben bis unten. Check mal den Jigo ab. Mach dir meine Breit. Ja, schaffst du das? Scheiße. Miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Was ist das? Schwer. Nicoletta hat einfach ein Bild von Eldin gesehen. Und was hast du geschätzt? 90. Und der ist ein Hübscher, ne? Und Eldin ist ein Hübscher. Voll. Extrem. Das ist Waldorf. Da ist die Maschine. Ich stehe einfach barfuß unterwegs. StockX oder was? Wow, die haben zum Resale geholt. Digga, die Resale, aber die gab es wahrscheinlich damals für 2 Euro bei Kick, ich schwör's dir. Die Kenner ist angekommen. Prognose, wie dein Döner schmecken wird? Ich glaube, dass er okay schmecken wird. Wird gut sein, aber nicht 10 von 10, 9 von 10, wie alle sagen. Mit deiner Tomatensauce in dem Döner drin, wäre besser? Ich sage euch sogar ehrlich, ich mache die Tomatensauce. Oh, was? Ich koche zweimal oder so. Hey. Wie lange bleibst du eigentlich da? 11. Nee, bis zum 10. Nee, bis zum 10. Auf 5 Tage bis zum 10. Einfach im Club gelandet. Flaggschiff-Modell. Flaggschiff-Modell? Und seins ist? Seins ist Mittelklasse. Also es kostet 300 oder so. Ach so, ja. So also ist das. Ja, ja. So ist das also. Was ist bei Apple die Mittelklasse? Gibt's nicht. Also ja, das iPhone 13 wäre so ein bisschen weit unten. Nee, aber du hast ja das Pro, das ja. High-End. Das ist wieder Flaggschiff. Genau, Flaggschiff. Okay. Der Mann will wirklich einziehen, ne? Ja, wir sagen dem Mann, der soll anfangen zu streamen. Er kommt einfach mit Clash Royale. Was willst du denn Clash Royale streamen? Ja, cool. Auf den mit anderen Sachen, neue Decks und so. Warte mal, du hast 500 auf Bayern gesetzt. Was jetzt gewonnen? Hm? Das kommt nirgendwo rein, Bruder. Das ist ein Höllenhaus hier, ich schwöre. Das weiß ich nicht. Dieses Haus hier, diese Stimmung, diese Atmosphäre bringt dich dazu, wirklich nur Scheiße zu machen. Nur Sünden. Und der Hauptgrund Nummer 1, der Shelter Nummer 1, der ist gerade hinten am Stream, Schwester. Also Sydney ist wirklich Shelter Nummer 1, sag ich so, wie es ist. Er bringt mich zu den schlechten Sachen. Auf Insta. Wie heißt du auf Insta? Ja. Okay. Falls ihr gute Quoten habt, schickt den Mann das. Guck mal, stellt euch vor, Mann. Irgendwie Sydney will kochen oder irgendwas machen. Guck dir das an. Digga, Tabasco, Butter, Ketchup, Mayo, aber auch diese McDonald's Ketchup Mayo. Nicht mal so eine Packung. Digga, das ist das Einzige, was er hat. Wo er Schnittloch her hat, weiß ich auch nicht. Meine Tomatensauce muss ich aber das ist sehr, sehr wichtig in einem Haushalt. Wir wollten nur Basketball spielen, Bro. Die Jungs sagen so.
Auf entspannt. Auf entspannt spielt er Karten an seinem Handy. Der Mann guckt wieder nur auf seinen Schein, Alter. Guck mal, da und da. Das ist doch krass. Barbara Angebot, 29,99. Oh, mit seine AOK-Karte, Alter. Guckt euch mal dieses Bild an. Hey, yo. Als ein Hip-Hopper. Jetzt geh ich wirklich in den Laden rein. Guck mal, wie schon aussieht, Alter. Oben drüber ist Wohnung direkt, ich höre. Ja. Aber das Krasse ist, wir müssen jetzt halbe Stunde warten, bis wir. Ja, das ist das Problem. Wir sollen Dart spielen und ein bisschen Auto fahren unten. Mann, Alter. Hey, komm mal jetzt rein. Okay, let's go. Guck's, als würdest du richtig ernst meinen. Ich mach den jetzt alle den Titel. Ja, hol dich mit mir. Ich schwör's dir. Da bin ich so weg auf einmal. Digga, ich bin genau hinter dir. Hätte ich jetzt eine rote, ey, ich bin... Yes, baby! Da bin ich doch wieder. Wie lange zeigt hier bisher viel mehr Leistung? Wusste, ist er heute dann wieder alles? Ja, 17. 18. Oh, yes, baby! Ich schwör's dir. Oh. Oh, yes, baby! So, Bohlen und ich, keine gute Kombi, bodenlos. Ich glaube, ich habe 50 Punkte gemacht insgesamt. Aber ich hatte am Ende trotzdem mehr Punkte als Sydney. Bist du? Wo ist das aus? Du. Wer? Das ist das Bodenlöste, was ich je gesehen habe. Jetzt verstehe ich auch noch den Bus heute, ne? Guck ihn dir an, er hat Spaß seines Lebens. Ich bekomme meine Penne mit Rinderfiletspitzen. Und ich liebe es. Digga, der Typ ist besessen von diesem Scheiß. Ich war Hunger, ich freue mich so darauf. Wir haben heute nur diesen Döner gegessen. Das ist mein Lieblingsessen. Essen ist da. Bin zufrieden. Können wir erstmal ein Bild machen, bevor wir alle meine Snack essen? Natürlich. Ich schwöre dir, ich schaffe die Hälfte mindestens. Verdammte Nudeln. Du hast gestern 6 Frühlingsrollen gegessen. Verdammte Nudeln. Yes, baby! Yes, baby! Yes, baby! Guck, nö, kriegst du nicht ab. Sagt sie, sie schafft die Hälfte. Das ist fast die Hälfte. Was? Ich glaube, wenn du den Pilz wegpust, ist es die Hälfte. Ja, das ist kein Pilz. Das ist Rind. Das ist doof. Was soll denn das für ein Pilz sein, Alter? Ich hasse Pilze die ganze Zeit. Hast du da keinen Pilz dabei? Dachtest du, das sind Pilze die ganze Zeit? Die Jungs sind schon am Schlaf. Da liegt ein Brei, da liegt ein Brei, hier liegt ein Brei. Junge.